Ja, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier in Bad Kissingen, wieder mal mit wunderschönem Wetter, mit Nachwirkungen der Überschwemmung, aber Kissingen hat nicht so viel abgekriegt, glücklicherweise, sodass wir eine wunderschöne Möglichkeit um uns herum haben, wieder diesen Kongress zu genießen. Und natürlich auch hier in diesem wunderschönen Regentenbau, den wir seit vielen Jahren für unsere Kongresse nutzen können. Ich bin sehr beeindruckt und auch sehr berührt von der Resonanz, die dieser Kongress schon im Vorfeld ausgelöst hat. Wir werden weit über 1000 Teilnehmer haben, der größte Kongress, den wir jemals gemacht haben. Mich berührt das deswegen so sehr, weil Bewusstsein wohl das Thema ist, was mich in meinem Leben am meisten beschäftigt hat und das mir am meisten am Herzen liegt. Schon als Jugendlicher habe ich mir grundsätzliche Fragen danach gestellt, wer ich bin als Mensch, was der Sinn meines Lebens ist, wie das Verhältnis von Wissenschaft und damals christlicher Religion zu verstehen ist. Und ob es Gott überhaupt gibt oder wie er oder es zu verstehen ist. Ich habe dann Medizin und Psychologie studiert, eigentlich zunächst mehr, um herauszufinden, was uns als Menschen ausmacht, als um einen Beruf zu erlernen. Dabei hat mich die Innenschau, mein Innenraum, zunehmend mehr fasziniert als die Untersuchung der äußeren biologischen Struktur, wie etwa unseres Gehirns im Präparierkurs der Neuroanatomie. Ich wollte mich selbst mehr und tiefer verstehen und habe zunächst in der Studentengemeinde diverse Selbsterfahrungsgruppen gemacht und dann eine Reihe von Psychotherapieausbildungen. Im Psychologiestudium lernte ich in der klinischen Psychologie einiges über Verhaltenstherapie und über Gesprächstherapie, und in meiner psychiatrischen Facharztausbildung und Psychotherapieausbildung eine Menge über tiefenpsychologische Psychotherapie. Parallel dazu habe ich eine Ausbildung in integrativer Gestalttherapie und später noch eine in orgodynamischer Körpertherapie abgeschlossen. Alles hat mich in meiner Entwicklung weitergebracht. Und ich habe schon damals die ideologische Ablehnung der jeweils anderen Schulen nicht wirklich nachvollziehen können. Es hat mich nicht daran gehindert, weiterzuschauen, ganz im Gegenteil, es hat mich eher neugierig gemacht. Meine ersten Meditationserfahrungen führten mich nach Asien und zu einer intensiven Beschäftigung mit hinduistischer Meditation und vor allen Dingen der buddhistischen Meditation. Mithilfe der Meditation konnte ich meinen Innenraum noch tiefer erforschen, als es mir die Psychotherapie ermöglichte. Ich konnte hinter die Identifikationen und Konstruktionen schauen, mithilfe derer wir uns selbst und die Welt verstehen und auch unsere Wissenschaft betreiben. Der Begriff, der hierzu am besten passte, war der des Bewusstseins. Ich konnte erkennen, dass es fundamentalere Ebenen des Bewusstseins gibt als die unserer Alltagskonstruktionen, unserer Selbstverständnisse, unserer Identitätsbildungen, unserer Weltanschauungen, unserer wissenschaftlichen Paradigmen oder unserer kulturellen und religiösen Gebäude. Auch jene Bewusstseinsräume, die fundamentaler sind, können uns bewusst werden. Und wir können sogar spüren und erkennen, woher unser Bewusstsein kommt und wie es entsteht. So faszinierend unser Weltinnenraum, um dieses schöne Wort von Rilke zu verwenden, auch war und ist, der Blick auf die äußere Realität lässt sie zwar von innen heraus durchdrungen, transparenter und flüssiger erscheinen, die äußere Realität verschwindet aber nicht.
so begann ich mich zu fragen, wie sich eine Verankerung in den Tiefen meines Weltinnenraums auf mein berufliches Verständnis, meine Beziehungen und mein alltägliches Handeln auswirkt. Zunächst fand ich, dass ich mithilfe meiner eigenen veränderten Bewusstseinszustände Menschen mit psychotischen Erfahrungen viel besser verstehen konnte. Und dass ich Menschen, die durch veränderte Bewusstseinszustände in Krisen geraten waren, besser unterstützen und begleiten konnte. Ich suchte dann nach Modellen, die mir ermöglichten, meine Bewusstseinserfahrungen mit meinem psychotherapeutischen Verständnis zu verbinden. Wenn aber jede Konstruktion, jede Schule, jedes Paradigma nur eine relative Wahrheit besaß, machten mir ganzheitliche, mehrperspektivische Betrachtungen immer mehr Sinn. So traf ich auf Ken Wilbers mehrperspektivisches Modell des Bewusstseins, das mir zeigte, dass die Wirklichkeit nicht auf eine bestimmte Weise ist, sondern dass wir sie durch unterschiedliche Perspektiven erkennen können, die alle eine Gültigkeit besitzen. Wissenschaften und natürlich auch Psychotherapierichtungen basieren auf Perspektiven, innerhalb derer sie ihr Wissen entfalten. Sie gewinnen also immer perspektivisches Wissen und stehen im Kontext anderer Perspektiven. Die Verabsolutierung einer Perspektive oder gar eines Paradigmas innerhalb einer Perspektive macht sie jedoch zur Ideologie, quasi zur Weltanschauung. Diese ist aber viel zu begrenzt, um der Wirklichkeit gerecht zu werden. Es geht also darum, unser Bewusstsein jenseits der Perspektiven zu verankern, eine Haltung einzunehmen, die sich sowohl innerhalb der Perspektiven bewegen kann, als auch zwischen Perspektiven wechseln kann. Diese Bewusstseinshaltung nannte Jean Gebser das integral aperspektivische Bewusstsein. Ken Wilber nannte sie eine Zeit lang visionäre Logik, eine Art Fähigkeit, eine visionäre Gesamtschau machen zu können und sich nicht in den Details einer Perspektive zu verlieren. Doch diese, nennen wir sie einmal, integrale Bewusstseinshaltung führt schließlich doch noch zu sehr zur Landkartenbildung und zur Überprüfung der Stimmigkeit der Landkarten für die jeweiligen Perspektiven. Aufgrund meiner Meditationserfahrung begann ich mich deshalb immer mehr dafür zu interessieren, wie eigentlich das Bewusstsein aussieht, das zu dieser Mehrperspektivität fähig ist. Das also letztlich aperspektivisch sein kann, also ohne Perspektive. Von wo aus schauen wir in die Welt? Was passiert, wenn wir nicht auf etwas interpretierend, also perspektivisch schauen, sondern versuchen, den inneren Ort zu finden, der schaut, der beobachtet? Philosophische Denker behaupten zwar, den Beobachter zu beobachten sei unmöglich, weil immer nur ein neuer Beobachter entsteht, den man wieder beobachten müsse und dies unendlich sei oder sich im Kreise drehe. Diese Betrachtungsweise ist aber nur auf der Ebene des logischen Denkens richtig, nicht aber für unser Bewusstsein. Denn letztlich geht es nicht darum, den Beobachter zu beobachten, sondern sich des Beobachtens bewusst zu werden. Man könnte sagen, eine Art Gewahrsein für das Schauen zu entwickeln. Wenn unser Bewusstsein also nicht fokussiert ist auf unsere Sinneseindrücke, auf unsere Gedanken oder Empfindungen, sondern wenn wir uns des Schauens, des Hörens, des Denkens selbst bewusst sind, verändert sich unsere Bewusstseinshaltung. Das ist kein logischer Denkvorgang, sondern eine Bewusstseinsveränderung. Lassen Sie uns das mal in Form einer kleinen Übung ausprobieren. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie zunächst einmal die Blumen hier vor mir anschauen. Ihre Aufmerksamkeit
ist jetzt fokussiert bei den Blumen. Sie sehen Farben, Formen, den Blumentopf, die Blumen hier vorne. Ihre Aufmerksamkeit ist jetzt also dort, bei den Blumen. Und jetzt schlage ich Ihnen vor, nehmen Sie Ihre Aufmerksamkeit zurück zu sich und versuchen zu spüren, dass Sie schauen und von woher aus Sie schauen. Sie sind Schauende, Sehende, Beobachtende. Versuchen Sie einmal gewahr zu werden, wie Sie herausschauen. Sie schauen heraus und sehen in der Ferne den Raum und auch irgendwo die Blumen und mich da drin. Aber bleiben Sie mit Ihrem Gewahrsein bei sich. Bleiben Sie dabei, Schauende zu sein. Sie können auch ein bisschen damit spielen. Sie können Ihre Aufmerksamkeit auf die Blumen lenken und dann ganz dort sein sozusagen und dann wieder zurücknehmen und einfach gewahr zu sein, dass Sie schauen, dass Sie herausschauen. Eine Bewusstseinsveränderung, wenn Sie so wollen, eine Wahrnehmungsveränderung. Was nehmen Sie wahr, wenn Sie den Ort des Schauens, den Ort des Beobachtens dann etwas erforschen? Wie ist es, bewusst Wahrnehmende oder Wahrnehmender zu sein? Wie ist das? Was nehmen Sie da wahr? Wie fühlt sich das an? Wie ist die innere Verortung? Wenn wir diese Haltung des bewussten Erlebens dessen, was wir erleben, selbst untersuchen, so eröffnet sich ein anderer Bewusstseinsraum größerer Tiefe und Weite, als wir es üblicherweise erleben. Also üblicherweise schauen wir interpretierend in die Welt. Wir sehen dort und interpretieren sofort das, was wir sehen, als Blume oder als ich jetzt hier oder was auch immer. Das ist die übliche Form. Wenn wir aber uns zurücknehmen und spüren, dass wir das tun und von woher wir das tun und uns bewusst werden, dass wir Wahrnehmende, Empfindende, Denkende, Schauende, Hörende sind, dann hat dieser innere Ort eine andere Qualität des Bewusstseins und eine andere Art der inneren Verankerung. Im Laufe der Jahre begann ich zu erkennen, dass die Führung in diesem Prozess in der Bewusstwerdung liegt. Bewusstheit zu gewinnen für den Umgang mit der Welt, aber auch für unseren Umgang mit uns selbst, scheint eine treibende Kraft der Evolution zu sein. Vielleicht sogar die treibende Kraft unserer gegenwärtigen Bewusstseinsentwicklung. Aufzuklären und Bewusstsein dafür zu gewinnen, wie die Welt und wir selbst funktionieren, hat uns in den letzten Jahrhunderten zentral beschäftigt. Nun aber beginnen wir auch zunehmend Bewusstheit für unser Bewusstsein zu entwickeln. Wir wachen auf aus den instinktiven, unbewussten, halbtranceartigen Weisen unseres Erlebens. Wir erwachen, und das ist ein wundervoller Prozess. Wir wachen auf als Menschheit und beginnen zu erkennen, wie wir mit der Welt, miteinander und mit uns selbst umgehen. Schönheit und Schrecken wird uns sichtbar und fühlbar, wie Rilke sagt. Man muss nur gehen, kein Gefühl ist das Fernste. Unsere Bewusstheit ist das Licht, das alles sichtbar macht, auch unser eigenes Erleben, unser eigenes Bewusstsein. Bewusstheit zu wecken, Bewusstheit zu fördern, zu kultivieren, ist somit eine Kernaufgabe dieses Jahrhunderts, um es einmal pathetisch auszudrücken. Das Wundervolle ist, dass eine Bewusstheit für Bewusstheit möglich ist.
dass wir Bewusstheit freischälen können, fokussieren können, reine Bewusstheit empfinden können, reines Bewusstsein erfahren können. In dieser Erfahrung reiner Bewusstheit zu stehen, nein, zu schweben, zu verweilen, hat eine zutiefst beeindruckende und verändernde Wirkung. Für mich ist es eine klare, leuchtende Erfahrung voller Ästhetik. Bewusstheit zu besitzen und erleben zu dürfen als Mensch, erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit und verbindet mich mit dem Leben. Darum haben die Entfaltung, die Erforschung und die Weiterentwicklung der Bewusstheit für mich einen so hohen Stellenwert. In meiner Erfahrung fördert die Bewusstheit der Bewusstheit die Bewusstheit. In meiner Erfahrung fördert die Bewusstheit der eigenen Bewusstheit die Bewusstheit. Menschen, die die Bedeutung der Bewusstheit erkennen, sind in der Regel bewusster. Sie bemühen sich um mehr Bewusstwerdung und fördern dadurch ihre eigene Bewusstheit. Aus diesem Grunde freue ich mich auch über die jüngste Welle der Achtsamkeitsforschung. Mehr Achtsamkeit in unser Leben, in die Psychotherapie, in unsere Schulen oder in unsere Arbeitswelt zu bringen, halte ich für einen zentralen Ansatz unserer Bewusstseinsentwicklung, weil er die verschiedenen Felder unseres Lebens mehr aufklärt, sichtbar werden lässt, durchleuchtet, erleuchtet. Andererseits ist Achtsamkeit ein komplexer Begriff, der für mich aus den Komponenten Bewusstheit, Fürsorge bzw. Selbstfürsorge, Achtsamkeit, sei achtsam, fürsorglich, und Akzeptanz des Erlebens besteht. Gelegentlich wird er im wissenschaftlichen Feld sogar als Konstrukt verschiedenartigster Komponenten betrachtet. Damit reduziert und verflacht man jedoch seine Wirkungsmacht. Denn er wird auf diese Weise lediglich zu einer neuen, komplexen Interventionstechnik. Ich würde gerne anregen, Achtsamkeitsforschung zu vertiefen im Sinne der Bewusstheitsforschung, um diese Kernqualität unseres Bewusstseins noch besser verstehen und anwenden zu können. Denn letztendlich geht es um Anwendung. Unser Leben ist wesentlich mehr als Erkenntnis. Es will nicht nur verstehen, sondern es will auch handeln und sich darin erfahren. Mir persönlich haben die Gegensätze von Spiritualität und Welt, von Weltinnenraum und Weltraum, von Via kontemplativa und Vita kontemplativa und Vita activa, von Meditation und Alltag, von Ich und Göttlichem, all diese Gegensätze haben mir nie wirklich eingeleuchtet. Warum sollte es nicht möglich sein, ein spiritueller Arzt zu sein, ein spiritueller Psychotherapeut, ein spiritueller Unternehmer oder eine spirituelle Führungsperson? Vielleicht besteht der moderne spirituelle Weg eben gerade darin, sich selbst und die Welt mehr aufzuklären, mehr Licht in die Welt und das eigene Innere zu bringen. Und sich als Teil eines Erwachensprozesses zu verstehen, der uns ermöglicht, mitzuwirken in diesem großen Strom der Evolution. Ich habe für mich verstanden, dass in diesem Sinne mein gesamtes Leben zu meinem spirituellen Weg, zum Weg der Entfaltung meines Bewusstseins gehört. Und in der Entwicklung unserer Kliniken, in der Gestaltung solcher Kongresse, oder meiner diversen Projekte entwickelt sich eben auch mein Bewusstsein. Als mir die zentrale Bedeutung dieses Erwachensprozesses des Weltinnenraumes, der Entwicklung meines und unseres Bewusstseins klar wurde, habe ich mich zusammen mit meiner Frau Dorothea entschieden, die Stiftung Bewusstseinswissenschaften zu gründen. Ziel der Stiftung ist keine akademische Grundlagenforschung, sondern mehr die Frage, wie wir unser Bewusstsein entwickeln und weiterentwickeln können und wie wir das, was wir beginnen zu verstehen, segensreich anwenden können. Es geht mir um eine angewandte Bewusstseinswissenschaft, die im Dienst des Lebens von uns steht und einen Beitrag zu einer
sagen wir einmal, Kultur des Bewusstseins leistet. Ich habe dafür eine Art Kompetenzmodell unseres Bewusstseins entwickelt. Könnte ich jetzt die Folie haben? Es soll Bewusstseinskompetenzen benennen, die wir für unser Leben anwenden können. In seinem Zentrum steht die Bewusstheit. Bewusstheit in seiner Ursprünglichkeit zu verstehen, ist der Kern jeder Anwendung und die grundlegende Verankerung, aus der heraus sich alle anderen Kompetenzen entwickeln. Bewusstheit für die Gesamtheit unseres Erlebens, für seine Inhalte und den Prozess des Erlebens ist eine Voraussetzung für die Lenkung und Gestaltung des eigenen Bewusstseins. Unterschiedliche Kompetenzgrade der Bewusstheit können entwickelt werden. Vom momentanen Bewusstwerden, also dem Aufwachen, wenn man so will, über die Fähigkeit zur Bewusstheit, also die Kompetenz, jederzeit aufwachen zu können, und die kontinuierliche Bewusstheit, also des Aufrechterhaltens eines kontinuierlichen, bewussten Lebens und Erlebens, bis hin zu vertiefter oder erweiterter Bewusstheit. Selbstverständlich gibt es auch verminderte Bewusstheit, Halbbewusstheit oder tranceartige Bewusstheit und schließlich Nichtbewusstheit. Schließlich können auch Bewusstheit, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Präsenz, Wachheit und Wirklichkeitsempfinden differenziert werden. Wir haben ja viele solche schöne Worte, die etwas andere Akzente setzen. Den zweiten Bereich nenne ich Bewusstseinstechnologie. Bewusstseinstechnologie meint die Kompetenz, das eigene Bewusstsein im jeweiligen Moment und den damit verbundenen Bewusstseinszustand steuern zu können. Sie basiert auf der Bewusstheit für die aktuelle Situation und auf der Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu lenken. Der Kompetenzbereich ist breit. Von der Beobachtungsfähigkeit über die Selbststeuerung hin bis zur bewussten Intuition oder gar zur non-dualen Präsenz. Sie ist somit die Fähigkeit zur Modulation und Ausrichtung des eigenen Bewusstseins. Der Begriff Technologie hört sich zwar technisch an, leitet sich aber vom griechischen Techne ab und meint so etwas wie Fähigkeit, Kunstfertigkeit oder inneres Handwerk in unserem Sinne. Diese Fähigkeit ermöglicht uns die Navigation durch die jeweiligen Bewusstseinszustände, durch unsere jeweiligen Erlebnismomente. Und das erfordert die Fähigkeit, den eigenen Bewusstseinszustand beurteilen zu können, also diagnostizieren zu können und ihn dann gegebenenfalls modifizieren oder intensivieren oder anders ausrichten zu können. Welches Rüstzeug steht uns dafür eigentlich zur Verfügung, unseren eigenen Bewusstseinszustand anzupassen an das, was wir erleben oder erleben wollen? Was ist eigentlich die richtige Selbstdosierung an Intensität unseres Erlebens? Wie können wir in einen Flow geraten, in veränderte oder höhere Bewusstseinszustände? Einen dritten Bereich nenne ich Bewusstseinsgestaltung. Das ist so etwas wie Selbstführung und Selbstmanagement, aber ebenso Teilhabefähigkeit und Beziehungsgestaltung. Bewusstseinsgestaltung meint darüber hinaus die Fähigkeit zur Gestaltung komplexer Situationen und Ereignisse und schließlich die Konfiguration der eigenen Kompetenzstruktur. Also das, was man lernen und entwickeln will. Sie zielt ab auf eine kompetente und erfüllende Lebensführung. Und Bewusstseinsgestaltung ist in diesem Sinne die Fähigkeit, sein eigenes Leben gemäß des eigenen Wesens und der mitmenschlichen Gemeinschaft zu gestalten. Sie basiert auf unserer Bewusstheit
unsere Fähigkeit zur Bewusstseinssteuerung der einzelnen Erlebnismomente und meint damit eine bewusste Lebensführung. Wie wenden wir unsere Bewusstseinskompetenzen und unsere Kenntnisse über die Bewusstseinsentwicklung auf die verschiedenen Felder unseres Lebens an? Wie entwickeln wir die Struktur unseres Bewusstseins weiter? Wie gestalten wir in voller innerer Freiheit und Verantwortlichkeit unser Leben? Denn wir sind die Gestalter unseres Lebens. Den vierten Bereich möchte ich Bewusstseinskunst nennen. Bewusstseinskunst meint die Gestaltung von Lebenserfahrung und Lebensabläufen nach ästhetischen, kreativen oder auch künstlerischen Gesichtspunkten im Sinne der Lebenskunst. Das beinhaltet auch die bewusste Evolution des eigenen Bewusstseins hin zu veränderten und zu höheren Bewusstseinsformen und zur Teilhabe an kollektiven Bewusstseinsprozessen, die über den eigenen Lebensraum hinausgehen. Bewusstseinskunst erfordert Bewusstheit, erfordert Steuerungsfähigkeit und Gestaltungskompetenz. Sie ist letztlich eine Erlebenskunst eines schönen, kreativen, aktiven und erfüllten Lebens. Sie meint vielleicht auch, die verschiedenen Lebensfelder zum Klingen zu bringen, wie eine Lebenssymphonie. Sie produziert aber auch Bewusstseinskunstwerke als Erlebnisevents, wenn man so will. Diese Beschreibung orientiert sich an der persönlichen, subjektiven Bewusstseinsgestaltung. Bewusstsein ist aber ein komplexes Phänomen, wie uns das Leib-Seele-Problem oder das Gehirn-Geist-Problem zeigt. Ken Wilber hat ein Quadrantenmodell entwickelt, das vier wesentliche Perspektiven konfiguriert, die nächste Folie, die zumindest auch für das Bewusstsein zu betrachten sind. Sie beziehen sich darauf, dass jedes Phänomen und damit auch das Bewusstsein eine individuelle und eine kollektive Seite besitzen. Bewusstsein ist also das Bewusstsein eines einzelnen Menschen und zugleich seine Teilhabe am kollektiven Bewusstsein seiner Kultur oder der gesamten Menschheit. Darüber hinaus ist Bewusstsein ein subjektives und ein objektivierbares Phänomen. Bewusstsein wird also erlebt und erfahren, was der Terminus Bewusstsein uns nahelegt. Es wird aber auch getragen von einem Nervensystem oder einem Gehirn bzw. vielen Gehirnen, die miteinander kommunizieren und in Beziehung stehen. Und wenn wir diese vier Kompetenzfelder nun mit den vier Quadranten zusammenfügen, können wir feststellen, dass also, wenn wir mit Bewusstheit mal anfangen, das nicht nur individuell erlebt wird, sondern etwa auch als Kopräsenz, als gemeinsame Bewusstheit kollektiv erlebt werden kann. Wie kann ein Raum gemeinsamer Bewusstheit, also voller Aufmerksamkeit und Bewusstheit, zu zweit in Gruppen oder in Arbeitskontexten hergestellt werden? Bewusstheit benötigt auch eine gewisse Funktionsweise des Gehirns. Unterscheidet sich diese bei den verschiedenen Qualitäten von Achtsamkeit, Präsenz, Offenheit, Gewahrsein oder reiner Bewusstheit? Kann eine direkte Stimulation des Gehirns durch Neurofeedback oder biologische Methoden Bewusstheit erleichtern? Auch Bewusstseinstechnologien sind sicherlich nicht nur subjektive Steuerungstechniken, sondern auch kollektive Technologien zur Herstellung unterschiedlicher Bewusstseinsprozesse, wie zum Beispiel Paarbewusstsein, Familienbewusstsein, Gruppenbewusstsein, Großgruppenbewusstsein. Wie entstehen diese? Wie wirken Atmosphären? Wie ist kollektive Intelligenz nutzbar? Schließlich gibt es eine Menge physikalischer und biologischer Methoden, Bewusstseinszustände zu verändern. Wie wirken Lebensmittel auf unsere Bewusstseinszustände? Psychopharmaka, Alkohol, Drogen, Neurofeedback, virtuelle Realität.
Was lernen wir aus der Chronobiologie des Bewusstseins? Wie wirken Naturerfahrungen auf unser Bewusstsein? Wie lassen sich physikalische oder biologische Methoden der Bewusstseinsveränderung in Gruppen anwenden? Auch die Bewusstseinsgestaltung bezieht sich nicht nur auf die eigene Lebensführung, sondern auch auf die Gestaltung von Partnerschaft, Familie und Kultur, auf Dialoge zwischen den Lebensgestaltungen Einzelner, auf die Gestaltung von Organisationskulturen und von Heilungskulturen in Kliniken oder gar den Dialog der Religionen. Und auch unsere Bewusstseins- und Lebensgestaltung kann von außen beeinflusst werden, durch Wärme oder Kälte, Licht und Luft, in Urlaub und Alltag. Wir organisieren unsere Bewusstseinsfelder in unseren Institutionen, Kommunen und unserer Gesellschaft, zum Beispiel durch die Architektur, durch Farben, durch Umweltveränderungen oder Strukturen, die schädigende oder auch heilende Effekte besitzen. Schließlich ist auch Bewusstseinskunst nicht nur ein individuelles Phänomen, sondern auch eine gemeinsame ästhetische Erfahrung, zum Beispiel in einem Konzert oder Theater. Sie ist eine gemeinsame religiöse oder spirituelle Erfahrung, zum Beispiel in einem Ritual oder einer gemeinsamen Meditation. Wie geschieht religiöse Ekstase oder auch sexuelle Ekstase? Wie können wir ästhetische Erfahrungen durch physikalische Beeinflussungen oder äußere Strukturen ermöglichen? Zum Beispiel durch Filme, Bewusstseinsmuseen oder Bewusstseinsparks. Alles Fragestellungen, alles Möglichkeiten, die sich aus so einer komplexen Betrachtungsweise unseres Bewusstseins oder der Kompetenzen, die wir in unserem Bewusstsein haben oder haben können, ergeben. Ja, wir sind jetzt wieder bei einem Modell gelandet, aber immerhin bei einem integralen, anwendungsbezogenen Modell des Bewusstseins. Wie Sie sehen können, bin ich nicht gegen Modelle. Ich halte sie nur nicht für die Wirklichkeit. Ich habe gelernt, dass die Wirklichkeit etwas viel Größeres und anderes ist, als alles, was wir uns darüber vorstellen können. Ich glaube also nicht an Modelle. Aber ich halte sie für nützlich. In der Psychotherapie und in der Medizin helfen sie uns, andere Menschen zu verstehen und ihr Leiden zu lindern. Dafür sind sie mehr oder weniger nützlich. Sie helfen uns auch, unser Leben zu führen und in diesem Fall unser Bewusstsein zu entwickeln. Aber immer besteht die Gefahr, dass wir die Modelle für die Wirklichkeit halten, dass wir nicht mehr mit unseren Patienten sprechen und sie sehen, sondern die Modelle von ihnen, die Konzepte über sie behandeln und an den Menschen vorbeigehen. Würden wir in der Bewusstseinsentwicklung lediglich an unsere Modelle des Bewusstseins glauben und diese verfolgen, so würden wir unser Bewusstsein lediglich nach unseren Modellen konstruieren und damit das viel tiefere Potenzial, all das, was jenseits der Konstruktionen liegt, verpassen. Darum ist es wichtig zu lernen, über diese integrale Position hinaus zu transzendieren, uns zu öffnen für eine tiefere und weitere Wirklichkeit und für ein Bewusstseinspotenzial, das wir noch nicht kennen. Mal wieder wegmachen. Auf diesem Kongress wollen wir versuchen, dazu beizutragen, dass wir unser Bewusstsein besser verstehen. Wie kann man Bewusstsein erforschen? Welche Dimensionen besitzt es? Was wissen wir über die Strukturen unseres Bewusstseins? Das wird der Schwerpunkt des morgigen Tages sein. Wir wollen aber auch dazu beitragen, dass sich unsere Kultur mit mehr Bewusstsein entfaltet. Wie können wir unser Bewusstsein kulturell, kollektiv und ökologisch weiterentwickeln? Wie wirkt sich unsere Bewusstwerdung auf unser Leben aus und die Vergegenwärtigung unseres Lebens auf unser Bewusstsein? Diesen Fragen werden wir am Samstag nachgehen. Und der Abschluss steht unter dem Blickwinkel der Evolution unseres Bewusstseins. Wie und wohin entwickelt sich unser Bewusstsein? Und was bedeutet es, Verantwortung für die Evolution unseres eigenen Bewusstseins zu besitzen?
Aber wir wollen nicht nur über Bewusstsein sprechen, sondern auch Bewusstsein bewusster erfahren. Wir spüren die Herausforderung, Form und Inhalt zusammenzubringen. Letztlich ist ein solcher Kongress ein kollektiver Bewusstseinsprozess, ein Bewusstseinserlebnis, das wir gemeinsam kreieren und zugleich erfahren. Jeder von uns wird auf seine Weise dazu beitragen. Wir als Organisatoren werden versuchen, Bewusstheit für unsere Kongresskultur herzustellen und zu bewahren. Neben den konventionellen Kongresselementen und den bei unseren Kongressen schon vertrauten Momenten von Stille und Besinnung, inspirierenden Gedichten wie heute Abend und kulturellen Anregungen wie morgen Abend, haben wir die Struktur ein wenig verändert. Ich werde an jedem Morgen und zum Abschluss des Kongresses etwas Grundlegendes zu dem jeweiligen Tagesthema im weiteren Sinne sagen. Zum einen, um Sie einzustimmen, zum anderen aber auch aus persönlichen Gründen, weil mir dieser Kongress mit dieser Thematik so am Herzen liegt. Nach dem Plenumsvortrag am Vormittag werden dann parallel immer zwei Vorträge unmittelbar hintereinander gehalten und anschließend werden die Referenten in der Speakers Corner zunächst miteinander im Dialog sein und danach erst mit Ihnen dann sprechen. Wiederum parallel zu diesen Parallelvorträgen nach den Hauptvorträgen am Vormittag wird es ein Forum geben, in dem Sie als Teilnehmer die Möglichkeit haben, zu dem jeweiligen Tagesthema in einen kollektiven Dialogprozess zu gehen. Das heißt, Sie können nach dem Plenumsvortrag wählen zwischen einer Gruppe von zwei Parallelvorträgen und der zweiten Gruppe von zwei Vorträgen oder dem Forum, wo man aber keinen Vortrag hat, sondern über das Tagesthema in einen kollektiven Austauschprozess geht. Das ist an allen drei Tagen morgen, Samstag und Sonntag so. Der Grundgedanke dieser Strukturen besteht darin, mehr Dialoge einerseits unter den Referenten, andererseits mit Ihnen als Tagungsteilnehmern zu ermöglichen. Das ist ein Experiment neuer Kongresselemente, auf das wir Sie bitten, sich einmal einzulassen, damit wir gemeinsam unsere Form weiterentwickeln können. Für diejenigen, die schon häufiger da waren, am Nachmittag wird es nun auch neu nochmals einen Plenumsvortrag geben mit einer anschließenden Kurzvorstellung der Symposien und Workshops, sodass Sie als Teilnehmer einen etwas persönlicheren Eindruck von den Workshops und Symposien gewinnen können. Aber das wird ganz kurz sein. Eine Minute hat dann jeder Referent nur, seinen Workshop vorzustellen. Die Workshops sind dann allerdings verkürzt, nur noch 2 Stunden. Und parallel zu den Workshops, die also eher interaktiv und praxisbezogen sind, wie sonst auch, gibt es an jedem Tag 4 Symposien, eher wissenschaftlicher Art, die Vorträge mit anschließender Diskussion beinhalten, sodass es mehr unterschiedliche Möglichkeiten für Sie gibt, zu gucken, was Sie erleben wollen. Die Abende sollen bewusst der Integration dienen, angesichts der Fülle der Erfahrungen und Impressionen auf so einem großen Kongress. Sie sollen unsere Sinne berühren, vielleicht etwas grounden und uns auf eine nicht intellektuelle Weise verbinden. Wie alles funktioniert haben wird, werden wir erst am Sonntag wissen. Ich werde mich jedenfalls bemühen, Sie gut durch diesen Kongress zu geleiten. Aber wie gesagt, jeder von uns trägt dazu bei und beeinflusst das Ganze. Denn Bewusstsein besitzen wir alle und die kollektive Erfahrung, die wir hier machen, kreieren wir gemeinsam. Die Bewusstheit dafür können wir immer wieder wecken oder bewahren und pflegen. Dann werden diese Tage ein Teil bewusst gelebten Lebens, das uns vielleicht etwas Neues eröffnet. Denn das Potenzial und die Reichweite unseres Bewusstseins sind noch lange nicht ausgeschöpft. Lassen Sie uns in den nächsten Tagen etwas Schönes daraus machen.